Nein, machen wir nicht. Wir fahren vorher noch zu McDonald's. Lol. Jetzt Habe ich die Damage gemacht? ich blute jetzt. So, und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Exodus HD. Und es ist noch immer dieselbe Aufnahmesession, nur jetzt bin ich wieder dran zum Aufnehmen. Gleich mal einen schönen 360 hingelegt. Und wir holen jetzt mein Zeug ab. Nein, machen wir nicht. Wir fahren vorher noch zu McDonald's. Lol. Jetzt Habe ich die Damage gemacht? ich blute jetzt. Du bist so ein Depp, Alter. Ich blute und verrecke gleich wieder. Alter, manchmal zum dritten Mal jetzt, zum dritten Mal. Und das in, glaube ich, keine 10 Minuten. Ich dachte, man kann im Auto nicht schlagen. Ja, aber gleich mal ausprobieren. Ja, aber du hast das doch schon mal probiert im Auto und hast eh gesagt, man kann nicht schlagen. Ich check gar nichts mehr, Alter. Da, boah. Bist du schon tot? Nee, ich habe jetzt die Blutung gestoppt. Verdammt, Alter, ich sag nicht mal noch sorry, weil ich werde wahrscheinlich eh in der Folge noch mal dich irgendwie komisch umbringen. Ja, ich bin zur Insel rüber mal. Ja, ich fahre mal zurück zum Bauernhof. Schaffst du das alleine rüberfahren? Rübergehen. Rüber schwimmen. Schaffst du Ja, das? fahr zurück, ist egal. Ich muss nämlich das Auto tanken, das hat nur noch 21% Sprit. Oh Mann, okay, jetzt können wir nicht mal noch im. Ich wollte jetzt gerade dich so mit der Axt bedrohen und hab gesagt, also wollte sagen, ja, fahr noch zu McDonald's, nicht jetzt zum Flughafen. So scherzhaft. Ich wusste nicht, dass man im Auto schlagen kann. Sorry. Ich sag gar nichts mehr. Und bin ich jetzt eigentlich gestorben? Auf, ja, auf dem Ding da nach oben. Auf der Kante. Ja. Hast du es gefunden? Nee, ich schwimm noch hin. Ich kann dich dann mit dem Auto eh wieder abholen, das ist ja kein Problem. So, jetzt bin ich gleich drüben. Dachte schon, du sagst, jetzt bin ich gleich wieder tot. Warte mal, ich darf hier gar keine Umwege mehr machen. Ich habe hier fast keinen Sprit mehr. Scheiße, scheiße, Hast du nicht scheiße. deine Kanne mit? Ah ja, stimmt. Okay, gut. Dann ist alles easy. Aber ich glaube, es geht sich eh aus, wenn mich nicht alles täuscht. 8% habe ich. Und ich bin gleich beim kleinen Fischerdorf. Und ich habe Hunger und Durst und Leben. Nein. Lol, so das jetzt. Okay, ich muss einen kleinen Stopp machen. Obwohl nicht, ich schaff's noch. Da ist jetzt wirklich schon das Dorf. Ich dachte schon, da kommt noch ein Hügel, weil dann hätte ich es, glaube ich, nicht geschafft. 5%. Zombie. Glaube, das geht sich ziemlich knapp aus. So, und gleich habe ich mein Zeug wieder, yay. Wenn ich es schaffe. Nach 2 Toten und einer Blutung. 1%. Okay, das war's dann wohl. Ist denn das? Okay. Ist ein Brett.
Jetzt hat sich das schon wieder nichts gebracht, Alter. Bin zu dumm zum Tanken. Loot, loot, loot. Eine Tankfüllung bringt 25% Sprit. Also so ein Kanister. Schwimmst du schon wieder zurück? Nee. Ich bin nämlich hier noch am Tanken. Was los? Es sind ja Zombies bei der Farm und ich habe das wieder mal komplett vergessen. Ist hier irgendwas Neues gespawnt, was mir vielleicht ein bisschen bei meinen Schmerzen helfen könnte? Oh, noch ein Pfeil. Brauche ich nicht. Bogen meine ich. Braucht kein Mensch. So. Ja, Essen. Du brauchst doch sicher auch was zum Essen, oder? Nee. Bin hier gerade gestorben. Ah ja, genau. Wo ist meine AK hin? Sie sollte noch da. Ich habe nichts genommen, falls du das jetzt sagen möchtest. Nee, nicht. Ah, da ist sie, die war auf der anderen Seite. So, und dann wieder zurück. Gut, ich tanke noch kurz die Karre. Eigentlich wollte ich noch was trinken. Warte mal, kann ich in den Flachmann? Ne, im Flachmann kann ich kein Benzin nachfüllen. Das wäre jetzt zu geil gewesen. Das wäre ekelhaft. Das Worklight, das droppe ich jetzt auch, weil der Benzinkanister, den ich hier heute schon mal gedroppt habe, der ist immer noch da. Binokulars, die Axt brauche ich auch nicht. Nachtsichtgerät. Hunger habe ich keinen mehr. Gut. Alles easy. Trinken kann ich später, ich habe eh noch 50. Das droppen wir, das sammeln wir auf und wir tanken das Auto auf. Verstehe ich nicht. So. Jetzt bin ich hier gleich wieder drüben auf der Insel. Gut. Kannst dann mal schon zum Airport hingehen und dann zur Straße nach vorne. Ja, mache ich alles. Und dann hole ich dich gleich ab und ich bringe dich wieder zum Bauernhof. Wenn du das möchtest, ich kann dich auch woanders hinbringen. Bestimmt das nicht, wo du hingehst. Nicht dein Chef. Unterwegs halte ich dann noch kurz. Ah, du kannst. So, neben Flughafen sind so viele Zombies. Nämlich, ich bräuchte mal dringend Bandagen und ich bräuchte, darum müssten wir noch irgendwo in ein Zelt oder so hin. Ja, ich geh jetzt noch mal rein, da ist egal. Oh, das Katana habe ich vermisst. Dun, 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 dun. Georg, bist du noch da? Ja. Okay. Sorry, ich rede nicht so viel. Ja, denk gerade ein bisschen über deine Tode nach. Alter, 4 Zombies, na klar, geht, kein Problem. Das schaffe ich schon. Ja. Ach, 5 Zombies, noch einer. Was ist denn das da vorne? Ja. So. Schon wieder einer dazu gekommen.
Gut, habe ich. Fertig. Ja, Benzinkanne ist super, das habe ich nicht. Karotte brauche ich auch nicht, ich habe keinen Hunger. Der nächste Zombie. Das ist ein Kleidung, ein Zombie. Kasten, Bett. Sorry, do you don't not have enough energy? Gott. Hier ist wieder so ein Klappbett, das nehme ich dir mit. Ja. Aber es funktioniert irgendwie nicht so richtig, kommt mir vor. Hier sind diese Military Bullets. Kleidung. Kann ein Flachmann. Du hast eh schon das Ding, wo man Wasser trinken kann, also ein Flachmann. Winchester Clip. Hast du eine Winchester? Nee. Das ist eine Magnum. Ah, okay. Ach ja, genau, das ist ja das runde Magazin. Das ist ja, die Magnum ist dieser Revolver, oder? Ja. Gut. Die, Bitch. Schau jetzt mal in den Turm noch rein. Wie lange brauchst du noch? Nicht mehr lange. Wieso bist. Ich bin in der kleinen Stadt, wo ich abbiegen muss, aber ich gucke hier vorher noch in den Zelten, ob es hier irgendwo. Oder hast du schon Bandagen? Und ich habe hier gerade wieder einen neuen Weg gefunden, oder ist es der zum Leuchtturm? Weiß ich gerade nicht. Ach so, das ist wirklich der Weg zum Leuchtturm. Aber warte mal, da ist aber ein Krankenwagen. Da ist vielleicht was drinnen, was ich brauchen könnte. Was ist denn das? Ah, true. Yes. Der Krankenwagen, da liegt doch immer Verbandszeichen normalerweise. Hallo, Officer. Ich habe meinen Ausweis leider vergessen und mein Führerschein liegt auch zu Hause. Was? Ha. Alter, warum ist hier nichts? Hier ist nur so eine blöde Schiene, aber die bringt mir, glaube ich, nichts. Nee, die bringt dir nur was, wenn du dir den Fuß gebrochen hast. Nee, hat mir was gebracht. Aber ganz wenig. Ach so. Okay. Aber wirklich richtig wenig. Taschenmesser, gut, das brauche ich alles nichts. Gut, dann fahre ich zu dir jetzt. Immer ein bisschen mehr Prozent habe ich bekommen. Hast du nichts gefunden in den Rotkreuzzelten? Nee, da war nichts, weil wir das haben wir ja schon vorgelootet alles. So, aber das wollen wir normalerweise was Neues, wenn man weit weg ist. Ja, ist aber nicht so viel. Es ist nicht wirklich was gespawnt. Vielleicht sollten wir dann mal kurz den Server neu starten. Ach ja, deine Aufnahme. Ich habe eh auf die Uhr geguckt. Zwei Folgen wieder. Ja. Passt. Wie lange ist es noch? 15 Minuten ganz genau. Okay. Wie viel hat eigentlich Also das Auto? circa. Plus minus eine Minute. Gut, ich bin gleich da. Ich bin bei der letzten Straße zum Airport. Soll ich wieder, da wäre ein Auto, was noch funktionieren würde. Soll ich das nehmen? Was ist denn das für eins? Es ist so dasselbe, was wir eh schon haben. Das pinke oder das Kastenauto? Das Pinke. Pinke wäre gut, ja. Ist es das, was hinten die Ladefläche hat? Ja. Ja, das ist gut. Es Wie hat. viel Sprit ist noch drin? Ich habe jetzt 31%, das reicht eh, oder? Oh ja, das reicht ja vollkommen. Jo, dann. Ich fahr schon mal zurück. Aber es ist halt nicht. Es ist eher lila, das hier. Okay, immerhin. Wow, ich sollte nicht so zurückschauen. Georg, komm zurück!
Irgendwie bin ich schneller als du, kann das sein? Nee. Du hast gerade einfach nicht Gas gegeben, oder? Ja. Wie das klingt, Alter. Mann! Was? Bin ich dir reingefahren? Du hast mich zur Seite. Was?